Herzlich willkommen. Wird heute ein kurzer Vlog, aber macht ja nichts. Ich wollte eigentlich gar keinen drehen, aber wenn ich das hier so sehe, dann kann ich ja nicht anders, Digga. Nice, da hinten scheint ein Markt oder irgendwas zu sein. Oh, das ist geil. Ich würde mir auf jeden Fall ein bisschen Obst oder sowas gönnen. Schade, die haben leider zu. Leider im Urlaub. Ich würde dazu gerne mal eine Gazpacho essen gehen. Alles vegetarisch. Und es ist jetzt eine Melone geworden. Ein kleines Stückchen, was ich mir sofort einverleiben werde, wenn ich eine Bank finde. Aber nixe da. Was ist das denn los hier? Kann doch nicht sein. Gut, dann wird's halt die Treppe. In der Sonne. Ja, ja. Hat zu. Gott sei Dank. Die Melone hat mich übrigens äußerst glücklich gemacht. Die war sehr lecker. Vor allem, die war komplett ohne Kerne. Und mal gucken, wen wir hier heute treffen. Vor ein paar Monaten habe ich Favorite im Zug getroffen. Vielleicht treffen wir irgendeinen anderen Essener Rapper. Weiß ich nicht, jemand von den 257 ist oder so. Die kommen ja, soweit ich weiß, auch aus Kupferdreh. Ich weiß aber nicht, ob die hier noch wohnen. Dann gibt es noch PA Sports, Hamad 45. PA ist, glaube ich, nach Oberhausen gezogen und Hamad 45 in den Libanon abgeschoben worden. Und deswegen wird das wohl nichts. Und hier gönne ich mir jetzt meinen Sipptrunk, wie ich ihn so schön nenne. Sip, 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 sip. Und jetzt gehen wir noch mal eine Runde baden, oder? Ja, ich weiß nicht. Geil. Der ist ja auch immer randvoll, ne? Unglaublich. Mein neues Lieblingsgetränk. Cheers. Sorry, ganz vergessen. Ich bin jetzt hier auf jeden Fall wieder diese Straße reingegangen, und zwar die Hofstraße. Weil das sah irgendwie interessanter hier aus. Eigentlich hat mich dieses Gebäude hier vor allem angezogen. Und dann kommen wir auch wieder zum Markt. Ich glaube, so riesengroß ist das Zentrum hier quasi gar nicht. Der Kollege da oben, der macht auf jeden Fall schon mal alles richtig. Und ich mache jetzt alles falsch und gehe genau dahin. Herzlich willkommen von meinem neuen Domizil. Chill ich hier einfach so einen Raucherbalkon. Zum Glück schaffe ich das mittlerweile sehr, sehr gut, einfach nur 10 Euro zu verspielen und dann ist gut. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Natur, würde ich sagen. Aber vorher muss ich noch was gegen meine Monsterfutterklaubi tun. Jess. Ich heiße Jess. Der Apfel heißt wirklich Jess. Mir war das scheißegal, der hat mich am meisten angelächelt und der hatte kein Schildchen. Die anderen, die meisten schon. Und Monsterfutterklaubi kommt von der Sesamstraße. Ich weiß nicht, von irgendeinem Hörspiel habe ich das. Okay, ich will jetzt in die Natur, ich weiß jetzt nicht. Google Maps, für Google Maps habe ich keinen Akku, viel zu wenig. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus da hinten. Und hier soll auch irgendwo dieser Baldener See sein. Vielleicht ist er ja auch ausgeschildert. Da will ich auf jeden Fall hin. Optimal, 0,4 Kilometer. Diese Brücke hier kenne ich. Habe ich schon sehr oft gesehen, wenn ich mit dem Zug hier vorbeigefahren bin. Und habe mir gedacht, boah, sieht das hier nice aus. Quasi Lebenstraum erfüllt. Okay, in die Richtung, 0,3 noch. Boah, sieht das schön aus. Und immer an die achtsamen Atemzüge in der Natur denken. Oder auch so, das kann man immer mal wieder zwischendurch in den Alltag einbauen. Ich kann es nur so krass empfehlen, es ist so krass, weil du holst dich damit direkt in den Moment. Woher denn jetzt, verdammt? Hä? Ich würde daher gehen. Ja, optimal. Ich bin im Kreis gelaufen. Macht mich unfassbar glücklich. Auch schön. Das ist, glaube ich, so eine Museumseisenbahn. Ich weiß nicht, ob die noch fährt, aber vermutlich ja. Was ist das hier? War bestimmt so ein Segelsportverein oder sowas. Yo, wir haben es geschafft. Optimal. Ich weiß nicht, ob man hier baden gehen darf. Ich würde ja am liebsten hier von der Brücke springen, aber das darf man ganz bestimmt nicht. Richtig geil, mehr Atmosphäre hier. Alter, ist das geil. Sorry für die Windgeräusche. Das lässt sich hier gerade nicht vermeiden, aber wunderschön. Ich war noch nie hier. Auf dieser Brücke hat irgendwas Magisches. Jetzt nicht nach einem Badesee aus, aber ich werde das gleich mal googeln. Aber ist auch egal, ist auch so sehr entspannt. Benimm dich mal, ja ganz genau, benimm dich doch mal in der Essener Innenstadt. Verdammte Scheiße. Okay, korrekt.
Ich habe zwar keine Badesachen dabei, aber hier gibt es eine Möglichkeit zu baden. Und zwar an diesem Seaside Beach Badestrand, irgendwie sowas. Ist wahrscheinlich ein Freibad, was Eintritt kostet. Macht aber nichts. Ich gehe einfach in den Boxershorts rein und trockne mich mit meiner Jacke, die ich im Rucksack habe, ab. Das passt. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur gucken, wo dieser Seaside Beach ist, weil Google Maps, wie gesagt, kann ich nicht benutzen. Ich habe noch 11% oder so. Mein Akku ist sowieso schon total ramponiert. Aber ich versuche euch das noch alles zu zeigen irgendwie und ja, deswegen schnacke ich jetzt auch gar nicht so viel. Spürt ihr die Atmosphäre? Spürt ihr die Atmosphäre? Wir sind im Wald. Schön. Okay, ich dachte, wir sind im Ruhrgebiet. Hier ist Teil des Bergischen Weges. Und Ehre an diesem Mann da hinten, der hat mir den Weg erklärt und der war sowas von sympathisch, unfassbar. Schöne Grüße, falls du das siehst. Echt schön hier. Richtig, richtig schöner Wanderweg hier am Baldener See entlang. Kann ich wirklich total empfehlen. Allerdings muss ich noch was Wichtiges sagen. Und zwar war ich ja eben in der Spilo und ich muss sagen, ich glaube, ich wäre achtsamer, wenn ich nicht in der Spilo gewesen wäre. Deswegen, ich war zwar eben irgendwie am Anfang ziemlich achtsam, aber irgendwie merke ich doch einen Unterschied zu sonst. Ultimativ. Ich habe noch nie so viele Schwäne gesehen oder eben. Das war ja krank. Ich kann das genießen, aber nicht so wie sonst. Und ich glaube, also wenn man überhaupt in die Spilo geht, dann sollte man auf jeden Fall sich danach in Achtsamkeit üben. Aber sowas krass Reizüberflutendes wie Spilo eher meiden, würde ich sagen. Alter, das ist das schönstgelegenste Kaffee-Extra-Blatt, was ich jemals gesehen habe. Wahnsinn. Leider das letzte Video vor dem Strand. Ich habe noch 3%. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Das ist meine Mission, euch noch diesen Strand zu zeigen. Doch, noch ein Video vorher. Ich habe gerade mal gefragt, wie lange das noch dauert, weil ich dachte, ich bin schon vorbeigelaufen, weil ich bin ja schon relativ lange unterwegs und habe gar kein Zeitgefühl. Und der eine Typ meinte eben, das sind insgesamt ungefähr 3 Kilometer. Und jetzt von hier meinte eine Frau, dass das immer noch 3 Kilometer sind. Das kann ja nicht sein. Ja gut, stimmt wahrscheinlich alles nicht ganz genau, aber trotzdem, es ist noch weit. Oh Mann, ich hab's geschafft, aber heute ist leider Baden verboten, weil die Wasserwerte irgendwie nicht in Ordnung sind. Ich hatte schon das Geld gezahlt, hab das freundlicherweise dann wieder zurückbekommen, als ich gesagt habe, ja nee, ich bin nur wegen des Badens extra hierher gekommen. Aber das hat mit den Wasserwerten, wie gesagt, zu tun und ich komme auf jeden Fall wieder. Und das kann man im Internet vorher wohl auschecken, ob Baden möglich ist oder nicht. Und da hat das Bad auch gar nichts mit zu tun, sondern nur die Stadt, die bestimmt das, ob man baden darf oder nicht, zur Sicherheit. Und ja, gut. Trotzdem, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, die Vibes. Ich habe noch 1% Akku. Wird jetzt jeden Moment ausgehen. Und danke trotzdem fürs Zusehen. Und ja, wird auf jeden Fall nicht der letzte Vlog hier gewesen sein, denke ich mal. Dankeschön. Es ist Wald. Euer Mindfulman. Und immer achtsam bleiben. Ich kann natürlich jetzt noch, bis es ausgeht, filmen, ne? Können wir machen. Der Weg war wirklich sehr schön. Dann kann ich euch diesen wunderbaren Kartoffelsalat noch zeigen. Ey, der ist so lecker. Unfassbar. In der Nähe von diesem Strandbad ist so ein Imbiss. Alter. Mm. So geil. Sorry, Akku ist leer. Würde jetzt auch gleich wieder ausgehen. Solange zeige ich euch das. Ich bin jetzt wieder zurück in Kupferdreh und der Marktplatz sieht echt ganz, ganz anders aus ohne Markt. Schöne Grüße aus dem heimischen Bett. Ich habe gerade mal nachgeguckt, wie viele Kilometer das waren. Von der Brücke aus sind es genau 5 Kilometer. Das habe ich gerade gegoogelt mapped und ich hatte da schon ein Gefühl, das können nicht 2-3 Kilometer sein. Auf gar keinen Fall. Baden war ich dann natürlich nicht. Ich hoffe, euch hat der Vlog trotzdem gefallen, auch wenn ich immer nur ganz kurz filmen konnte. Manchmal ging das Handy dann nochmal kurz an für einen kleinen Moment. Manchmal hat das aber auch nicht funktioniert. Dankeschön fürs Zusehen. Abonnieren, Glocke aktivieren wäre mega nice. Kommentieren und like natürlich auch. Bis bald. Euer Mindfulman3000. Namaste.